Stierkampfmuseum. Wir begrüßen Sie ins Stierkampfmuseum in der Stierkampfarena von Almaden. Dieses Museum befindet sich innerhalb der Plaza und während Ihres Besuchs werden wir einen Spaziergang durch die Geschichte des Stierkampfes machen und die ältesten und bekanntesten Stierkampfarenen der Welt besuchen. Darin befinden wir einen Abschnitt, der ausschließlich der Entstehung und Geschichte des Platzes selbst gewendet ist. Wir werden die Bauweise der Mauer oder Minenarbeiter zu setzen wissen, mit ihren Wogen volle Ähnlichkeiten zu den Arbeiten, die im Inneren der Mine ausgeführt wurden, sowie ihre Materialien. Die Sparren, die aus Erdbeerbaumholz gefertigt wurden, der Lehm und die Holzbalken. Die Ableitung, die den lokalen Stierkämpfer gewendet ist, vertreten durch Rafael Martín, El Zorro, Teodoro Muñoz und Pedro Velázquez, ist voll von emotionalen Erinnerungen wie Fotos, Plakaten, Kostümen und Pressberichten, die das Stierkampfleben eines jeden von ihnen beschreiben. Der Rundgang wird durch eine Ableitung, die den Stierkampfkostümen, Umhänge, Krücken, Mandrillas und Degen gewendet ist, die zusammen mit einer schönen Sammlung von Stierkörpern und Erklärungen zum Stierkampf einen kompletten Überblick über das Museum bieten. Wir verlassen nun dieses Ort, aber Sie können weiterhin mehr Geschichten über Almaden erfahren, indem Sie zum nächsten Punkt von Interesse weitergehen.